Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten uns im letzten Mal oder in den letzten Folgen angesehen, wie man die Linie oder den Path, den Pfad verändern kann. Und ich möchte euch in diesem Tutorial noch ein paar Sachen mehr zeigen. Und zwar sehen wir uns in diesem Tutorial an die Methode setLine-Dash und die Variable line-offset. So, und setLine-Dash übergibt einen Wert. So, und Moment, das muss ich jetzt mal hier ein bisschen anders anzeigen. So, und zwar ist das ein Array und da der erste Wert ist gesetzt und der zweite Wert ist leer. Das heißt, die Linie wird hier gesetzt. Und dann, und zwar die Pixelbreite, die angegeben wird, und dann wird eine gewisse Pixelbreite leer gezeichnet. Das heißt, da sieht man die Linie nicht. Wie sieht das aus? Das sieht zum Beispiel so aus. So, ich habe hier eine gestrichelte Linie. So, und das kann ich mit diesem Befehl setLine-Dash machen. So, und wir gehen gleich mal in unser Programm rein. Hier eine kleine Anmerkung nebenbei. Ich war jetzt auf so ein paar Meetups für Programmierer und die haben mich auf den Texteditor Sublime Text hingewiesen und den fand ich wirklich gut. Deshalb benutze ich den jetzt auch im Gegensatz zu den letzten Videos, wo ich Phase 5 benutzt habe. Ich mache als erstes, öffne ich einen Pfad, so, dann bewege ich den Cursor zu der Stelle 100 und 100 und ich zeichne eine Linie zu der Position 400 und 100. Dann lasse ich mir das Ganze ausgeben und schließe den Pfad. Also ich zeichne jetzt erstmal eine ganz simple Linie. Und wenn ich das Ganze abspeichere und mir auf den Firefox oder im Webbrowser anzeigen lasse, dann sieht das Ganze so aus, also eine durchgehende Linie. So, jetzt möchte ich zwei Veränderungen einführen. Als allererstes möchte ich die Linienbreite deutlich erhöhen. So, und das hatten wir schon. Das machen wir mit Line Width, dass wir dem einen anderen Wert zuweisen und das ist in diesem Fall 5. Das ist das erste, was ich machen möchte. Und das zweite ist, dass wir jetzt hier unseren neuen Befehl ausprobieren und zwar setLine Dash. Und ich mache die runden Klammern auf, die eckigen Klammern auf und mache 10 und 10. Also 10 Pixel breit wird es gezeigt, 10 Pixel breit wird es nicht gezeigt und das in Abfolge. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und neu laden lasse, so, dann seht ihr, ich habe eine andere Pixelbreite von der Linie. Das ist aber ein Befehl, den wir schon kennengelernt haben. Und ich habe hier eine gestrichelte Linie, immer mit 10 Pixeln Lücke. 10 Pixel werden angezeigt, 10 Pixel Lücke, 10 Pixel werden angezeigt. Und das macht eben LineDash. So, das ist das Erste, was ich euch zeigen wollte. Jetzt kann ich die angezeigten Pixel breiter machen, das ist ja auch klar. Und wenn ich mir das Ganze jetzt anzeigen lasse, dann seht ihr, werden diese gestrichelten Linien werden breiter. Eine zweite Sache, die ich machen kann, ist, dass ich zum Beispiel sage, dass ich das Ende von den Linien anders definiere. Das mache ich, das hatten wir auch schon, mit LineCap. Und wenn ich auf den Default-Wert gehe, auf Butt, dann seht ihr zuerst keine Veränderung. So, jetzt nehme ich mal Square rein. Und
Jetzt seht ihr, zeichnet der um die Endpunkte von jeweils dem einzelnen Strich, also von dem, diesem gestrichelten, zeichnet der noch in diesen eckigen Zusatz, wie ich euch das in dem vorletzten Video erklärt habe. Und dadurch werden die Lücken zwischen den einzelnen Stricheln, die werden deutlich kleiner. So, was ich mit den eckigen Abschlüssen von der Linie machen kann, kann ich natürlich auch mit den runden Abschlüssen machen. Und ich gebe hier mal an Round und wir schauen uns das Ganze an. Und jetzt seht ihr, werden diese Linienabschlüsse oder diese Strichelabschlüsse werden rund gezeichnet. So, hier hinten sehen wir jetzt schon, das ist ganz glücklich, einmal einen Punkt, einen einfachen Punkt. Und wie bekomme ich zum Beispiel eine gepunktete Linie? Nun, das mache ich ganz einfach, indem ich sage, ich setze die gestrichelte oder die Anzeige von der Linie setze ich auf 1 und die Lücke dazwischen zum Beispiel auf 10. So. Und wenn ich das jetzt abspeichere und mir im Browser neu lade, dann habe ich hier tatsächlich eine gepunktete Linie. So. Das heißt, das kann ich auch ganz einfach machen. Wenn ich zum Beispiel hier jetzt einsetze Square. Upsala, Entschuldigung. Und mir das Ganze anzeigen lasse, dann sähe das so aus. Also sind auch Punkte, aber es sind eckige Punkte. Gut, das ist das Erste, was ich euch zeigen wollte. Als Nächstes zeige ich euch noch, was der Befehl oder was ich mit der Zuweisung von Offset mache. Und im Moment, also line-offset, dieser Befehl. line-offset und den setze ich jetzt mal auf minus 10. So, man kann den auch positiv definieren, aber ich definiere ihn jetzt erstmal negativ, weil das die üblichere Anwendung ist. Ich erkläre gleich wieso. Und jetzt lasse ich mir die Linie neu anzeigen. So, und jetzt seht ihr, naja, vielleicht seht ihr es nicht so genau, weil also 10 ist vielleicht ein bisschen ein doofer Wert gewesen. Verschiebt ihr das Ganze nach hinten. So, ich zeige euch das nochmal anders an. So, wir machen das Ganze jetzt erstmal auf 0 und dann hier den Abstand auf 25 und unsere Strichlinie machen wir auf 3. Die wird ein bisschen breiter angezeigt, weil wir hier immer noch Square drin haben. Also, und das sieht jetzt erstmal so aus mit dem Offset 0. Und wenn ich den Offset auf minus 10 setze, dann verrückt er mir das Ganze. Sieht jetzt aus, als hätte es sich nach rechts bewegt. In Wirklichkeit bewegt es sich nach links, 10 Pixel nach links, aber angezeigt wird nicht, was über die Linie hinausgeht. Das heißt, bei 100 und 100 hört er hier auf der linken Seite auf und bei 400, 100 hört er auf der rechten Seite auf. So. Und damit kann ich sozusagen nochmal individuell meine Punkte anpassen an die Grafik, die ich haben möchte. Gut, so, jetzt wisst ihr, was die Befehle setLine-Dash und die Variable line-offset macht. So, spielt ein bisschen damit herum. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.